Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight mit mir, dem Fearscream. Ich habe die Aufgabe, mit der Seuche Überlebende 180 Sekunden zu sammeln. Wer meinen letzten Part gesehen hat, ich dachte, es wäre die andere gewesen, aber naja. Aber na gut. Da kann man nichts machen. Jetzt jage ich nochmal 180 Sekunden mit einer anderen. Oh, die rennt aber wie eine große hier. Oh, nicht doch daran. Oh, da sind die am Gen. Da wollen die garantiert dran. Ist Bluthund? Ich höre sie sogar. Oh yeah. Ey, sagst du, mein Mundgeruch ist nicht gut? Oh, es ist halt auch ohne Ruin, ne? Haben uns mal den guten Stoff hier gegönnt. Achso, das läuft auch ab. Okay, ich habe die lange. Oh, hier sind noch ein frischer Blutfleck. Komm, wo ist der nächste Blutfleck? Da. Warte mal, so. Ich hab's aber auch nicht mit der Kotze, wa? Jetzt! Da hab ich mich aber auch angestellt. Ich spiele die gar nicht mehr, ne? Ich hab nur gedacht, ich mach mal hier was anderes. Und ich brauch das halt für die Quest und naja. So. Sie ist auf jeden Fall ganz schön overpowered irgendwie mit der Kotze, habe ich so das Gefühl. Ja, zwei Gens gleichzeitig fertig, das ist immer schön. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Balletti machen. Oh, eine Palette weg. Wir müssen 180 Sekunden jagen. So, die zwei Gens, die ich wusste, sind natürlich jetzt auch fertig. Weil ich auch schön daneben gekotzt habe, wie so ein großer. Diese gewaschene. Wobei die Gens vorhin, die waren. Achso, die waren nur angekotzt. Kann ich auch den Haken ankotzen? Warte mal, das muss ich erstmal ausprobieren, Leute. Tut mir leid. Aber sie qualmt noch gar nicht richtig. Nee, warte mal, geht es nicht? Ach nee, weil sie wahrscheinlich mit Blut vollgekotzt wurde. Okay. Ah, die ist schon ganz schön. Kotzi ist schon richtig krass, oder? Also. Ach, moin. Kotzi hat's drauf. Die knattern hier auf jeden Fall fleißig die Gens durch. Ich habe mich natürlich verguckt. Obwohl der Blutfleck da lag. Okay, getroffen ist sie auf jeden Fall. Ah, die Runde habe ich auch nicht gespielt. Aber ich komme auf meine Sekunden. Das ist das einzig Positive. Oh, jetzt habe ich sie gleich. So, lange genug rumgerannt. Hat gereicht jetzt, Fräulein. Ich glaube, hier gibt es einen Keller. Guck mal. Moin. So, Kotzi, wir sind nicht gut dabei.
Wir haben das echt schlecht gespielt. Wir haben auch keine Perks. Wir sind, glaube ich, irgendwie Level 31 oder so. Ich muss halt nur diese 180-Sekunden-Quest da irgendwie erledigen. Dachte mir, ich kotze hier mal ein bisschen rum. Cool, ja, jetzt so ein roter Brunnen, wenn die da runterrennen, ne? Ah, den habe ich. Wen habe ich denn da hinten? Oh, der nächste Gen fast fertig. Wollt ihr mich rollen oder was? Qualmi, Qualm. Und ich weiß, dass sie hier hinten ist. Irgendwo hier finden wir sie 100 Pro. Hat Schritte, glaube ich, gehört, oder? Kratzer, ja, da war ein Kratzer. Aha, da ist er. Ich glaube, wenn man sie sogar noch mehrfach ankotzt, dann kommt die auch in den Status, dass es sie one-hitten kann, oder? Ah, okay, noch nicht genug voll gekotzt. Oh, nee, 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 nee. Echt, ist die da hinten gerade lang gerannt? Crazy. Ah, Bluthund ist halt wirklich richtig lecker. Wenn man einfach die Leute nicht verliert. Oh, die Gens knattern hier durch. Ey, hier wird nicht erwaschen. Jetzt habe ich dich aber. So. Sieht aber nicht gut aus für mich. Also die Runde werde ich hier nicht viel wuppen. Bluthund, richtig schönes Perk zum Jagen. Kratzer reichen natürlich auch zum Jagen, aber. Ah, ich habe keine Erfahrung mit Kotzen. Ich muss wahrscheinlich viel mehr rumkotzen. Vielleicht hier auch mal, naja, oder. Achso, man kann auch nur ganz kurz anklicken. Ach, witzig, das wusste ich ja gar nicht. So, der Gen, welcher war es denn? Oh, das reimt sich. Wir müssen alle mal angucken. Was ja eigentlich ganz cool ist, wenn man alles ankotzen kann, dann kriegen die Status und können sich nicht heilen und müssen sich waschen und dann. Oh Quatsch, der ist auch schon fast fertig. Kratzer habe ich wahrgenommen. Nochmal kicken. Was keiner kickt. Da lang. Moin. Gehen wir erstmal hinterher. Oh, hier ist noch einer. Ah, ich wollte die Palette noch vorher ankotzen. Hätte ich vielleicht auch mal tun sollen. Hat jetzt den vollen Status? Ja, ne? Guck mal. Zack, und dann ist. Oh, das ist natürlich krank. Okay, sollte ich vielleicht mal öfter machen. Und dann ist sie direkt One-Hit. Geilo Milo, sage ich da nur. Ich blöd, wenn wir die jetzt hier beim fast fertigen Gen aufhängen. Also, sie ist eh tot. Deswegen ist der Drops eh gelutscht. Also, Kotzi ist echt stark, Alter. Der Gen ist fertig. Oh, hier rote. Nice. So. Jetzt geht. Oh, da ist auch nochmal rot. Also muss ich nur den Gen finden, an dem die dran sind. Kann ja nur der da hinten sein oder der da oben. Ne, 1, 2, 3. Ah. Bestimmt sind sie oben dran. Ja. Oh, die flüstert ja voll. Upsa. So, gucken wir mal.
Hier sind sie auch nicht dran, oder was? Lol. Lol, ich habe gerade rote Kotze. Kommt schon. Oder sind sie wieder an den da hinten rangegangen? Das wäre ja frech. Ja, sind sie. Oh, ihr kleinen Pisser. Zack. Ah, jetzt habe ich keine rote Kotze mehr. Aber die kriege ich. Bin ich bescheuert? Oh nein! Was habe ich getan? Jing. So, ich muss sie irgendwo hinbringen, wo ich an rote Kotze rankomme. Oh, hier oben ist auch ein Gen. Wollen wir den mal probieren zu kriegen? Ah, ne, komm. Ist too risky. Oh, alles ist risky. Der ist weg. Oh, die entkommt, glaube ich. Oh, die entkommt, glaube ich. Sie wird es schaffen. Scheibenkleister. Oh, da war auch rechts schon der andere. Den habe ich gerade am Haus gesehen. Da habe ich es ja mal kurzzeitig verkackt. Na gut, aber den Hit kriege ich. Den kriege ich. So, ich habe doch die Quest, die Dings mitgenommen, damit ich sehe, wo dann der andere ist. Der war im Haus. So. Neue Runde, neues Glück. Da hinten ist der Ausgang, also weg davon. Da habe ich aber keine Dinger mehr. Oh, das ist schlecht, weil da kann sie direkt raussprinten. Möchte ich ja eigentlich nicht. Warte mal, wo war hier die rote Kotze? Er hat Kratzer gesehen und nichts von den Dingern. Komm schon, Digga! Gönn dir ein bisschen von meiner Spucke! Ach, hier war ja noch einer. Ich dachte irgendwie, dass es schon vorbei wäre. Da habe ich mich irgendwie getäuscht. Naja, zwei dafür, dass ich habe sie am Anfang nicht richtig gespielt. Ich hätte sie bis zum letzten Stufe durchkotzen müssen. Aber der Charakter ist schon ein bisschen eklig, ne? Der Killer, der ist schon so ein bisschen abartig, aber geil. Macht auf jeden Fall Spaß, Leute. Ich hoffe, ich habe die 180 Minuten Jagdzeitfolge, 180 Sekunden Jagdzeitfolge gekriegt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part von Dead by Daylight, wenn es gefallen hat. Ja, ich habe die Zeit voll. Schmettert mir einen Daumen nach oben, ihr könnt mich gerne abonnieren. Kommt auf meine Livestreams, auf meinen Discord, volles Programm, alles nur für euch. Genießt einfach und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.